Jetzt ist die sogenannte GEKO-Kommission, die ist im Bundeskanzleramt angesiedelt und sprich in dem Fall in Schlagdistanz oder unter Karl Nehammer. Glauben Sie, dass Johannes Rauch das anders angehen wird, vor allem was die GEKO betrifft? Also ich habe den Eindruck, dass Karl Nehammer ein wesentlich stärker sachpolitisch orientierter Politiker ist als sein Vorvorgänger Sebastian Kurz, wo sehr viele Querschüsse gegeben hat, die der Sache extrem geschadet haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn ich mir anschaue, dass Werner Kogler eine sehr gute Gesprächsbasis mit Karl Nehammer hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es da Probleme gibt. Wie glauben Sie, da kommt das Ganze bei der grünen Basis auch an? Also wir haben es gesprochen, Werner Kogler wollte ihn unbedingt, soweit wir wissen zumindest. Jetzt wissen wir jetzt aber grundsätzlich bei der grünen Basis gibt es ja auch viele, die gegen die Impfpflicht sind. Johannes Rauch hat sich dezidiert immer dafür ausgesprochen, war auch ein Maßnahmenbefürworter. Wie glauben Sie, kommt das bei der Basis an? Also so wie ich die grüne Basis verstehe, ist es so, dass man auch jemanden akzeptiert, wenn er eine andere Meinung hat. Und ich glaube, gerade das ist der Vorteil bei Johannes Rauch, dass er Klartext geredet hat, und zwar immer, in jeder Hinsicht, und das auch weiter tun wird. Und wir Grüne sind eigentlich immer eine sehr diskussionsfreudige Partei gewesen. Und ich habe auch nicht immer die größte Freude gehabt mit allem, was da aus grünen Kreisen gekommen ist. Und dann hat man über die Dinge diskutiert. Und da ist zu einem Ergebnis gekommen oder auch nicht, aber man hat jedenfalls akzeptiert, dass der andere eine andere Meinung hat. Bei Johannes Rauch weiß ich, dass er enormes Standing hat, österreichweit. Er ist weit über Vorarlbergs Grenzen hinaus akzeptiert bei der grünen Basis. Von daher, glaube ich, ist die Situation für ihn schon eine sehr, sehr angenehme, weil er diese Rückendeckung sicherlich spüren wird. Mhm.